Das Immunsystem ist ein Verteidigungsmechanismus des Körpers, um sich vor Viren, Bakterien und anderen Krankheitserregern zu schützen. Doch manchmal ist es geschwächt aufgrund einer schlechten Ernährung, durch Stress oder wegen verschiedener Beschwerden, die bewirken, dass grundlegende Funktionen nicht ausgeführt werden können. Jetzt fragst du dich sicher, welche Warnhinweise dich über ein geschwächtes Immunsystem informieren? Das klären wir in diesem Video. Wie kann ich wissen, ob mein Immunsystem geschwächt ist? Das Immunsystem verteidigt den Organismus gegen externe Angriffe, die für den Körper schädlich sein können. Es besteht aus einem Netz von Zellen, Geweben und Organen, die dafür verantwortlich sind, gemeinsam unseren Organismus zu schützen. Es handelt sich dabei um die weißen Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt, die krankheitserregende Fremdstoffe bekämpfen. Wenn aus irgendwelchen Gründen der Leukozytenspiegel zu gering ist, kann der Körper sich gegen die Krankheitserreger nicht richtig schützen. Deshalb ist es wichtig, auf Anzeichen zu achten und gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen, der die Ursachen für diese Schwäche herausfinden kann. Nachfolgend listen wir dir daher einmal die 5 wichtigsten Symptome eines schwachen Immunsystems auf. Nummer 1: Müdigkeit. Müdigkeit kann verschiedenste Ursachen haben. Wenn du jedoch ständig müde bist und dich zum Beispiel schon beim Aufstehen erschöpft fühlst, so wie jede kleine Anstrengung zu viel für dich ist, Temperaturschwankungen ein Schwächegefühl auslösen, es zu Schwindelanfällen kommt und so weiter, solltest du dieses Symptom nicht unbeachtet lassen und einen Arzt konsultieren. Nummer 2: Häufige Infektion. Häufige Harnwegs- oder Mageninfektionen, entzündetes und gerötetes Zahnfleisch, Durchfall und so weiter sind Anzeichen für ein geschwächtes Immunsystem, die sich gegen die externen Angriffe nicht verteidigen kann. Die richtige Bekämpfung kann nicht gegeben werden und so können Viren und Bakterien eindringen und Schaden anrichten. Nummer 3: Erkältung, Grippe und Halsschmerzen. Wie oft bist du erkältet? Leidest du häufig an Halsschmerzen? Holst du dir oft eine Grippe? Dann solltest du beim Arzt eine Blutanalyse durchführen lassen, um den Leukozytenspiegel zu überprüfen. Vielleicht hast du ein geschwächtes Immunsystem, das sich nicht ausreichend wehren kann. Nummer 4: Allergien. Manche Personen leiden häufig an verschiedenen allergischen Reaktionen. Dein Immunsystem kann den Organismus vor Pollen, Staub oder anderen Substanzen, welche in Kontakt mit der Haut oder den Schleimhäuten kommen, nicht richtig schützen und dies beeinflusst deine Gesundheit. Wenn dies bei dir zutrifft, kann ein geschwächtes Immunsystem daran schuld sein. Nummer 5: Schlechte Wundheilung. Es kann vorkommen, dass ein kleiner Schnitt oder eine kleine Wunde nicht richtig heilen und sich infizieren und schmerzen kann. Woran liegt das? Wenn dies bei dir öfter vorkommt, solltest du ebenfalls deinen Arzt konsultieren. So kannst du dein Immunsystem stärken. Es ist wichtig, dass du dein Immunsystem stärkst, damit es auch in Zukunft alle Angriffe erfolgreich abwehren kann. Hier geben wir dir deshalb 4 Tipps, wie du dein Immunsystem stärken kannst. Nummer 1: Achte auf deine Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung ist ein Synonym für eine gute Gesundheit. Doch oft denken wir nur daran, wenn es zu Beschwerden kommt oder wir bereits erkrankt sind. Eine vielseitige und ausgewogene Ernährung ist äußerst wichtig. Viel Obst und Gemüse, magere Eiweiße, wenig Zucker, Fett und Alkohol. Zitrusfrüchte sind eine ausgezeichnete Hilfe. Vergiss also nicht, Orangen und Mandarinen und auch Papayas, Trauben, Tomaten und so weiter zu verzehren. Nummer 2: Sorge für ausreichend Schlaf. Ein erholsamer, ruhiger Schlaf ist für ein starkes Immunsystem von großer Bedeutung. So kann sich der Organismus in der Nacht mit neuer Energie versorgen und die grundlegenden Funktionen ausführen. Schlafstörungen und Sorgen bewirken, dass wir in der Nacht wiederholt aufwachen und dies ist sehr schädlich für unsere Gesundheit. Nummer 3: Hygiene und Reinheit. Natürlich ist dies nichts Neues für dich, doch manchmal vergessen wir, die Hände vor dem Essen oder dem Kochen zu waschen oder nach der Berührung eines Tieres, wenn wir nach Hause kommen. Auch auf die Reinheit der Nahrungsmittel sollte geachtet werden. Wasche dein Gemüse vor dem Kochen gut. Dies ist wichtig, um das Immunsystem zu schützen. Und Nummer 4: Lernen, Stress zu bewältigen. Stress ist nicht nur eine Emotion. Wenn dieser chronisch wird, kann es schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen. Schadstoffe sammeln sich in unserem Organismus an, das Immunsystem wird geschwächt und es kommt zu Krankheiten. Setze deine Prioritäten, lerne dich zu lieben, finde Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Wenn bei dir einige dieser Symptome für ein schwaches Immunsystem auftreten, solltest du deinen Arzt aufsuchen und ein Blutbild machen lassen. Und versuche immer auf dich zu achten, damit dein Immunsystem immer gestärkt ist und sich gegen alle Angriffe von außerhalb wehren kann. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.